Den spirituellen Abschluss des Ramadan bildet das Eid al-Fitr, im Deutschen auch bekannt als das Zuckerfest. Der syrische Kulturverein in Hannover hatte für den 22. April in den Laatzener Park der Sinne geladen. Einige hundert überwiegend syrischstämmiger BürgerInnen kamen in den Garten und feierten Zuckerfest mit Zucker. Alle Muslime dürfen sie Ramadan machen, fasten und dann nach dem Fasten, da kommt ein Fest. Wir feiern 3 Tage Fest nach der Ramadan, nach dem Fasten. Und das ist, bedeutet nicht ein Land oder in anderen Ländern, nur die muslimischen Länder, die feiert zusammen.